Ich habe Jurassic World Camp Kreidezeit Staffel 3 jetzt endlich gesehen und ihr seht schon an meinem leicht verschmitzten Grinsen. Ich fand die Staffel ziemlich geil, mit kleinen Abstrichen. Es gab bestimmte Fehler der zweiten Staffel, wo diese Staffel drauf aufbauen musste. Ich würde sagen, wir quatschen einfach mal drüber. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. In der zweiten Staffel hatten wir zum allerersten Mal unsere ersten menschlichen Antagonisten. Einmal hier Triss und ihren Mann, der aussah wie Dr. Alan Grant für Arme. Die beiden waren ja für mich so ein bisschen mau gewesen, hätte ich jetzt eher weniger gebraucht. Was ich nicht erwartet hätte, dass irgendwie die Geschichte der beiden nochmal ein bisschen aufgegriffen wird in der dritten Staffel, beziehungsweise es ist nicht unwichtig, dass die auf die Insel gekommen sind bis zu einem bestimmten Punkt, denn das Schiff der beiden ist ja weiter an Land geblieben. Und wir beginnen jetzt in Staffel 3 damit, dass die Kids versuchen, mit einem Floß von der Insel runterzukommen und sind erstmal ganz euphorisch und denken sich, ja, was soll jetzt hier schon schief gehen? Sind schon auf offenem Wasser. Ben verabschiedet sich nun mal im Weiten von Bumpy. Und dann passiert Folgendes. Eine riesige Welle kommt und die Kids werden zurück auf die Insel gefeuert. Und daraufhin merken sie, okay, wir sind jetzt zwar irgendwie safe, wir haben uns auf der Insel zurechtgefunden, wir haben uns unser eigenes Baumhaus gebaut und ist auch dementsprechend erweitert. Wir haben Bumpy, einen Saurier, der auf uns aufpasst, aber irgendwie schaffen wir es nicht, von dieser Insel wegzukommen und das ist ein Riesenproblem. Daraufhin kommen sie auf die Idee, wir müssen die Insel einfach mal ein bisschen weiter erforschen. Die kommen dann irgendwann an so eine Stelle, wo Gondeln hoch und runter fahren. Das alles funktioniert aber auch noch, weil Jurassic World ist natürlich auch modern. Das Ganze ist relativ futuristisch, war es ja auch schon in den Filmen und sehr viele Anlagen im Jurassic World Park scheinen mit Solarenergie zu funktionieren und so eben dann auch diese Gondeln. Und dann fährt dann eben ein Teil der Kids den Berg da hoch. Ich meine, es war einmal Kenji und hier die andere, ihren Namen kriege ich nicht auf den Schirm. Heißt sie Sam, kann das sein? Samantha oder irgendwas in der Art, die auf jeden Fall komplett am Rad dreht jetzt. Zu den beiden komme ich dann nochmal. Die fahren irgendwie ganz hoch auf so einen Berg, um einfach mal abzuchecken, okay, was sehen wir denn überhaupt von hier oben? Und da entdecken sie dann eben das Schiff der Antagonisten aus Staffel 2, das eben noch im Ozean steht. Und sie haben eben Angst, okay, da könnte aber immer noch Triss drauf sein. Und wir wissen ja aber als Zuschauer, nee, Triss wurde von den Baryonyx gefressen. Währenddessen unterhalten sich dann Darius und Ben unterhalb dieser Gondeln, weil die eben nicht mit hochfahren, weil Ben sagt, ich bleib ganz kurz mal hier, weil Bumpy kann ja nicht mit. Und dann merkt dann Darius, okay, der ist schon sehr seltsam fixiert auf diesen Dinosaurier. Und dann quatschen die so ein bisschen und es kommt dann irgendwie raus, dass Ben gar keinen Bock hat, von der Insel wegzugehen, weil er irgendwie diese Insel jetzt als Heimat ansieht und Bumpy nicht alleine lassen möchte. Brooklyn und ihre, naja, ich sag mal, anfängliche Erzfeindin finden dann später Dinosaurier-Eier, wo sie erst noch denken, es sind Steine. Und ich denke mir auch so als Zuschauer, also jetzt mal ohne Scheiß, das sind doch keine Steine. Nee, sie merken es erst zu spät, als dann die Flugsaurier auf einmal auftauchen und, naja, eben angreifen, weil die halt denken, dass das Eierdiebe sind, denen eben die Eier klauen wollen. Dann bekommen wir eben unsere erste Action-Szene und ist alles ganz cool gemacht. Und ich mag auch wirklich die Action in der Serie. Was aber hier wirklich zum Tragen kommt, sind diese Szenen der Charaktere wieder mal, wenn die kurze Zeit haben, sich auch mal auszutauschen, über Sachen zu diskutieren. Wir haben hier zum Beispiel einmal Brooklyn und Jazz. War ihr Name Jazz? Tut mir so leid. Von den beiden Mädels kann ich mir den Namen einfach nicht merken. Ich nenne sie jetzt einfach hier mal Sam und Jazz. Ich werde es einblenden. Ihr wisst dann, wen ich meine. Brooklyn und Jazz quatschen miteinander und die können sich eben nicht ab, noch aus den Ereignissen von der zweiten Staffel und schweigen sich dann auch erstmal die ganze Zeit an. Und dann irgendwann hocken die auch in den Gondeln so zusammen und fangen dann an, sich zu unterhalten und merken dann, so unterschiedlich sie auch sind. Trotz allem haben sie sehr gleiche Interessen oder eben in dem Fall, sie haben sehr gleiche Schwierigkeiten im Leben. Weil Jazz ist ja eben eine sehr durchtrainierte Sportlerin, die auch sehr viel darauf gibt, immer zu gewinnen, während Brooklyn immer am Handy hängt. Sie ist so die Influencerin und dann merken sie aber, ey, wir haben eigentlich beide keine Zeit in unserem Leben für irgendwie Freizeit oder sowas. Wir müssen beide immer arbeiten oder entweder trainieren. Unsere Eltern machen uns nur noch Druck und dann kommen die so ein bisschen näher aneinander. Fand ich eine richtig schöne Sache. Auch was sie mit Kenji gemacht haben. Kenji wird am Anfang wieder als Trottel eingefügt. Er und Sam machen dann dauernd irgendwelche ganz komischen Faxen in dieser Gondel. Schaukeln mit der Gondel als hin und her und hin und her. Und ich denke mir so, ey Leute, also auffälliger geht's ja nicht. Und ich war schon darauf vorbereitet gewesen, dass ich Kenji am meisten kritisieren werde in dieser Staffel. Ist aber nicht der Fall, weil dann später herauskommt, warum er sich überhaupt so verhält. Und zwar gelangen die Kids dann irgendwann, als sie auf der Flucht vor ein paar Sauriern sind,
in ein VIP-Gebäude von Kenjis Dad, wo sie im Jurassic World, ich hoffe, ich krieg's noch richtig zusammen, wie ein Loft gemietet hatten. Da wohnen dann eben nur die ganz Reichen. Und die gehen dann eben da rein und Sam findet dann einen Brief oder ein Bild und merkt dann eben, dass Kenji sehr schlecht auf seinen Vater zu sprechen. Und mit der Zeit merken wir dann eben, warum Kenji sich so verhält, wie er sich verhält. Weil er sagt, ey, ich hatte nie eine wirklich coole Familie gehabt, die auf mich aufgepasst hat. Bei uns war es immer nur, wir sind reich, deswegen ist eigentlich auch alles geil. Er wollte eigentlich nur seinen Vater um sich herum haben oder eine richtige Familie haben. Und die hat er eben jetzt bekommen mit Jungs und Mädels, mit denen er eben auf dieser Insel jetzt hier festsitzt. Und deswegen versucht er durch seine Art und Weise immer auch Sachen zu überspielen und ist zum Teil einfach wirklich glücklich, dass er jetzt hier Leute hat, die ihm was bedeuten oder denen auch er etwas bedeutet. Und ich mag es, wenn so Serien einem nochmal so eine Moralkiste mitgeben. Und es ist bei jedem so. Ich sage immer, man sieht es Menschen vielleicht manchmal nicht an, aber jeder hat auch sein eigenes Päckchen zu tragen. Und Kenji ist so eigentlich der Vorzeigetyp, bei dem man sagen würde, in seiner Haut würde ich auch mal ganz gerne stecken. Er ist so der Schönling, dem einfach alles am Arsch vorbeigeht. Er ist immer komplett glücklich, er ist halt extrem wohlhabend. So, um was muss sich denn so ein Kerl noch Sorgen machen, würde man sich denken. Naja, darum, dass eben seine Familie nicht für ihn da ist. Und das ist halt wirklich, wo man sich dann einfach denkt, eigentlich hat jeder Einzelne von uns, sowohl ich als auch jeder von euch, wird ein Paket zu tragen haben aktuell oder eins mal getragen haben müssen oder vielleicht später nochmal eins tragen werden. Jeder hat seine Problemchen und das hat die Serie ganz cool hervorgehoben. Ein Charaktermoment, der hier ein bisschen stehen geblieben ist und das haben sich die Macher aber auch selbst verbockt, ist der von Ben. Ben hat nämlich in Staffel 2, in dieser einen Episode, wo sie den Flashback gezeigt haben, wie er eben auf der Insel überlebt hat und dann mit Bumpy zusammen herangewachsen ist zu einem großen Krieger, hat Ben quasi 2-3 Schritte übersprungen bei der Charakterentwicklung, die anderen Figuren jetzt in Staffel 3 Stück für Stück aufarbeiten müssen. Das heißt, Ben bleibt irgendwie so auf der Stelle und springt dann auch immer wieder mal kurz zurück und wird dann irgendwie wieder weinerlich und springt dann wieder vor zum Helden, weil sie eben hier gesagt haben, okay, wir können den jetzt nicht noch weiterentwickeln lassen, weil die anderen müssen erstmal aufholen in der charakterlichen Entwicklung. Und das haben sie sich halt mit Staffel 2 so ein bisschen verbockt. Ich finde Ben und Bumpy extrem, das heißt extrem anstrengend, ist auch der falsche Ausdruck, aber ich finde sie schon irgendwie nervig, weil sobald er anfängt, auf dem Vieh zu reiten und eine Armee an Kylosaurus hinter ihm herreitet und sie Dr. Wu damit bedrohen, das geht mir irgendwie schon wieder zu weit und ja, weiß ich nicht. Das kommt zum Glück ja nicht so oft vor, also es ist wirklich, das ist minimales Gemecker. Die Saurier-Action fand ich genial. Wir kommen gleich noch auf den Hauptsaurier der Reihe, der dritten Staffel zu sprechen. Es gibt eine Szene, wo die Kids von Sauriern verfolgt werden, als sie sich eben im VIP-Loft von Kenjis Dad befinden. Und das wurde wieder ähnlich aufgebaut wie in den alten Jurassic Park-Teilen. Hier wurde wirklich Angst geschürt. Okay, wo können die Saurier jetzt auftauchen? Weil dieses Loft ist quasi wie ein großer Turm, wo ganz viele Hotelzimmer drin sind, eben für die Superreichen. Und dann laufen sie auch durch diese Flure hindurch und gucken immer in die Türen rein. Und es wurde alles sehr cool gemacht. Und ihr habt mich ja schon vorgewarnt, ey, die Staffel 3 wird auf jeden Fall die unheimlichste Staffel der gesamten Serie werden. Und ich kann zumindest bis jetzt beurteilen, ja, Staffel 3 ist auf jeden Fall die unheimlichste Staffel der 3 Staffeln, die ich bis jetzt eben gesehen habe. In meiner letzten Kritik zur zweiten Staffel habe ich ja schon angedeutet, Kenji hat irgendein Vieh wieder befreit, was nicht hätte freikommen sollen. Und das ist der Scorpius Rex. Der Scorpius Rex ist auf den ersten Blick das wahrscheinlich hässlichste, was ich jemals im Jurassic-Universum gesehen habe. Und ich war schon darauf eingestellt, okay, das Vieh, das kann nicht cool werden. Das wird jetzt einfach nur wieder so ein dummer, richtig dummer Scheiß werden, der jetzt hier eingebaut wird nach dem Motto, wir brauchen halt noch einen Hybriden jetzt, sonst wird's ja langweilig. Und ich dachte mir, ey, jetzt brauchen wir keinen Hybriden. Und dann kann das Vieh auf einmal auch noch Stacheln schießen und hat Infrarotblick und sowas. Und ich dachte mir, ey, warum zum Teufel sollte man einem Saurier, der dafür da ist, in einem Park angegafft zu werden, solche Fähigkeiten geben? Und dann habe ich mir überlegt, warum sollte man das eigentlich machen? Ich glaube, dass da mehr dahinter steckt, als wir bisher wissen. Ich glaube, dass der Scorpius Rex, ähnlich wie die anderen beiden Hybriden, aus einem ganz bestimmten Grund da sind. Dazu kommt noch ein Video von mir und ich glaube, dass ich hier wirklich den großen Twist, den Plot, den Zusammenhang von allen Jurassic Park Filmen zu Jurassic World jetzt enttarnt habe mit dieser Serie. Aber da kommt noch ein Video mit dazu. Ist der Scorpius Rex jetzt eigentlich bescheuert? Nee. Hätte ich ihn gebraucht? Nee. Er ist halt ein Saurier, der Form Indominus Rex geschaffen wurde und Dr. Who hat dann gemerkt, ah okay, das Vieh ist aber irgendwie komplett crazy. Und also wenn wir dachten, der Indominus Rex wäre schon eine Katastrophe gewesen, der Scorpius Rex ist quasi das Abfallprodukt von Indominus Rex gewesen. Also der ist anhand des Scorpius Rex, hat sich Dr. Henry Wu gesagt,
das machen wir nicht. Das Vieh ist zu aggressiv, das Vieh ist eine komplette Vollkatastrophe in allem, das Vieh ist hässlich, wird sogar so gesagt. Das hat mir so ein bisschen leid getan dann auch, weil das Vieh ist wirklich sehr hässlich. Der hört auf gar keine Befehle, er ist nicht das, was wir wollen. Die Frage, warum er dann trotzdem aufbewahrt wurde, wurde zwar auch beantwortet, aber die habe ich jetzt auch wieder vergessen. Ich meine, die war auch ein bisschen seltsam gewesen. Irgendwas nach dem Motto, ja, wir brauchen halt die DNA von dem Vieh. Jetzt rennt er frei auf der Insel rum und dann gibt es eine ziemlich spannende Szene, bei der der Scorpius Rex dann hier meine Sam angreift und die mit einem Giftstachel infiziert. Und dann geht es dann zwei Folgen lang darum, dass man die irgendwie heilen muss, die ist vergiftet. Da geht es auch so richtig mies und du kannst total nachvollziehen, wie die sich gerade fühlt. So der ganze Kreislauf kackt komplett ab. Dann suchen sie eben nach einer Heilung. Währenddessen trifft Brooklyn auf den Scorpius Rex auf der anderen Seite der Insel. Und Darian stellt dann die Theorie auf, dass das der schnellste Saurier aller Zeiten sein muss, wenn er innerhalb kürzester Zeit von da nach da gerannt ist. Und ich dachte mir, okay, ey, so der Übergen-Hybrid jetzt, der auch noch ultraschallschnell ist und Stacheln schießen kann und Infrarotblick hat und alles drum und dran. Und dann kommt einfach raus, es gibt zwei von den Viechern. Natürlich gibt es zwei von den Viechern. Es gab ja auch zwei Indominus Rex. Ne? Das würde ja Sinn machen, dass es zwei von diesen Scorpius Rex Viechern gibt. Aber Dr. Henry Wu kommt dann auf die Insel. Da trifft man dann auch irgendwann die Charaktere aus der ersten Szene aus Jurassic World 2. Da gibt es so ein kleines Crossover zwischen der Serie und eben dem Film. Dr. Henry Wu erfährt dann eben von dem zweiten Scorpius Rex und sagt dann aber, hey, ich habe doch aber nur einen gemacht. Und das ist so ein Mystery-Ding, das ich einfach total mag. Es wird zwar auch zwei Sätze später wieder aufgelöst, warum das so ist. Nämlich, weil der Scorpius Rex in der Lage ist, ähnlich wie ein Frosch, also so wie es auch schon in Jurassic Park 1 war, sich selbst fortzupflanzen. Deswegen gibt es eben zwei von den Viechern. Um nur mal ganz kurz auf die Szene einzugehen, die im Jurassic World Fallen Kingdom Film zu sehen ist. Man sieht hier, wie der T-Rex auftaucht und dann hört man, wie ein Helikopter heranfliegt in der Serie und dann rennt der T-Rex quasi auf diese Brücke, auf den Steg, den wir auch dann im Film sehen. Dann ist die Szene aus dem Film, wird dann eben abgespielt. Das passt nicht. Also wie sie es umgesetzt haben, passt das hier nicht, weil wir im Film sehen, dass der T-Rex sich ja an den Typen anschleicht, hinten im Schatten, wo die Silhouette nur kurz auftaucht, als es diesen Blitz gegeben hat. In der Serie ist es aber einfach so, dass der T-Rex nur hört, wie jemand schreit, sieht eben diesen Helikopterlichtblitz und rennt aus dem Wald raus direkt auf diesen Typen zu. Das ist so eine Kleinigkeit, wo ich mir denke, wenn ihr doch schon versucht, jetzt eine Szene mit einzubauen aus dem Film, dann checkt doch mal wenigstens ab, wie die Szene aufgebaut war, dass die irgendwie miteinander übereinstimmt. Eine andere Szene, über die ich meckern will, und ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Wenn ihr das wisst, erklärt mir, wie so ein Fehler passieren kann. Ich weiß nicht mehr, wer von den Kids es war. Es waren auf jeden Fall zwei Stück, die sich im Wald vom Indominus Rex versteckt haben. Ich meine, es waren sogar hier Jazz und Brooklyn. Und diese eine Folge endet damit, dass ein Scorpius Rex auf dem Baum über ihnen ist und runterschaut und der zweite kommt um die Ecke, um den Baum. Dann ist die Folge zu Ende für einen kleinen Cliffhanger. Und dann fängt die nächste Folge exakt mit der gleichen Szene an, aber die sind einfach nicht mehr im Wald. Die sind einfach draußen auf so einer Sanddüne. Und der Wald ist ganz weit hinten. Aber die Szene geht exakt da weiter. Die verhalten sich auch noch alle so, nur eben, dass diese Viecher nicht mehr auf den Bäumen sitzen, sondern jetzt neben denen herlaufen. Und auf einmal ist da eine Limousine in der Ecke. Und ich dachte mir, habe ich gerade eine Folge verpasst? Aber dann würde die ja auch nicht genauso aufhören wie die erste, nur eben jetzt in der Wüste. Nee, das ist irgendwie, hat man sich dann überlegt, ey, wie kommen die da wieder raus? So das klassische Problem, wir machen eine Situation und haben aber dann keine Idee mehr für eine Auflösung. Ey, weißt du noch, die Limousine aus Staffel 2? Die stand doch da irgendwo am Rande des Waldes. Ja, wenn das da passiert wäre, würden die da wieder rauskommen. Zack, zack, stehen sie direkt in der Limousine und dann fahren sie auch damit weg. Aber ich habe mir auch gedacht, wieso sind sie nicht einfach aus dem Wald irgendwie rausgerannt und die Scorpius Rex hätten sich dann eben ganz kurz selber kurz gefetzt, dass die abhauen können. Ich verstehe so Fehler einfach nicht. Die Scorpius Rex, die beiden mögen sich auch nicht. Da gibt es dann zwei, dreimal so ein paar Fights. Wir sehen endlich Blue und was sie mit Blue gemacht haben, ist so viel besser als in den Filmen. Und Blue ist hier wieder eine Gefahr. Blue ist hier ein Tier, das versucht, ihr Territorium zu verteidigen. Es gibt sogar Stellen, an denen die Kids dann später Blue retten, weil irgendwie ein Auto sie einquetscht und dann wird sie fast von diesen kleinen Kompis gefressen. Und dann verscheuchen die alle Kompis und heben das Auto an, dass Blue wieder rauskommt. Und dann guckt sie auch noch ganz kurz so und lässt dann aber die Kids ab, wo sie dann merkt, okay, die gehen weg aus meinem Territorium. War ziemlich cool. Später müssen sie allerdings nochmal dahin, weil sie irgendwelche Betäubungsmittel suchen, um den
Scorpius Rex zu töten, weil der sich anscheinend massig fortpflanzen kann, also unendlich oft fortpflanzen kann, müssen sie das Vieh irgendwie ausschalten. Und dann taucht Blue wieder auf und erkennt Darien und merkt dann, okay, der hat mich ja befreit, ist aber trotzdem aggressiv ihm gegenüber und schnappt dann auch nach ihm. Und aus Reflex macht Darien einfach den typischen Owen-Move. Und Blue guckt auf einmal nur so nach hinten und neigt den Kopf zur Seite und du merkst so, Blue erinnert sich einfach jetzt gerade an Owen. Das war ein ziemlich cooler Rückruf an die Originalfilme. Und das gefällt mir wesentlich besser, wenn was so dezent gemacht wird, als dann wirklich eine Szene nachzubauen, wie jetzt die, wo der T-Rex eben den Typen jagt und die Szene passt aber nicht, weil die sich im Film irgendwie anders abgespielt hat. Blue kämpft dann auch nochmal gegen die Scorpius Rex, verliert natürlich, dass Blue jetzt hier stirbt, muss man keine Angst haben, weil die Serie spielt ja immer noch zwischen Teil 1 und Teil 2, ein bisschen auch während Teil 2. Also Blue überlebt das Ganze eben und die Scorpius Rex werden aber umgebracht, weil dann das Gebäude runterfällt und dann werden die eben alle eingequetscht. Dr. Henry Wu, der aus irgendeinem Grund nicht mitbekommen hat, dass die DNA vom Indominus Rex aber schon gesichert wurde, kommt trotzdem nochmal auf die Insel mit so einem Typen. Und auch hier merkt man, dass Dr. Henry Wu wirklich nicht so der ultimative Böse ist. Dr. Henry Wu wollte nie Monster erschaffen. Und das sagt er auch in diesem Film, da sieht man irgendwann diese Parasaurolophus sind's, glaube ich, die so am Kopf geleuchtet haben. Und dann hält Brooklyn Wu irgendwie so einen Vortrag von wegen, ja, sie erschaffen Monster. Und dann sagt er halt, guck doch mal dahin, das sind Tiere, das sind keine Monster, ich erschaffe keine Monster. Und ich glaube, dass meine Theorie, dass Dr. Henry Wu seinen Heldentod bekommt oder seinen Twist am Ende von Jurassic World Dominion bekommt, ich glaube, das könnte wirklich eintreffen, weil das auch hier wieder gezeigt wird. Auch als dann später die DNA, auch als sie dann eben später mitbekommen, okay, die DNA ist längst gesichert, wir können die Insel wieder verlassen, lassen sie die Kinder zwar zurück, aber dieser eine Soldat will nochmal mit dem Helikopter runterfliegen und die Kids angreifen. Dr. Henry Wu sagt eben einfach, ey, hören Sie auf mit der Scheiße, das war nicht unsere Mission. Da merkt man einfach, dass Dr. Henry Wu doch noch irgendwo bei Sinnen ist. Also er ist noch nicht komplett vom Weg abgekommen. Und es gibt eine sehr coole Theorie, auch passend zu einem Bild zum neuen Trailer zu Jurassic World Dominion. Da müsste ich eigentlich auch nochmal ein Video drüber machen, das so ein bisschen auch das belegt, dass Dr. Henry Wu nochmal seinen Twist bekommt und sich dann der Gruppe, der Helden, Owen und Claire und Alan Grant und wie sie alle heißen, anschließt und dann quasi versucht, das wieder rückgängig zu machen, was da jetzt gerade passiert. Die Staffel endet dann eben damit, dass die Kids es wieder aufs Boot schaffen von Triss und dem anderen Dr. Alan Grant und dann eben meinen, okay, jetzt kommen wir endlich von dieser Insel weg und dann fahren sie auch los. Bumpy bleibt auf der Insel zurück, weil Ben auch festgestellt hat, ey, Bumpy hat einfach eine Familie auf der Insel. Wenn ich da bleibe, habe ich hier gar nichts. Andersrum ist es aber auch scheiße, weil da habe ich meine Familie und da hat Bumpy aber dann eben gar nichts. Deswegen sagt er, okay, Bumpy bleibt eben hier bei deiner Family. Ich fahre jetzt nach Hause zu meiner. Und dann geht die Kamera ein Stück zurück und man sieht die Tür, in der keine Ahnung, was da drin war. Auf jeden Fall klopft dann irgendwas gegen die Tür und man hört dann so ein Röcheln von so einem Vieh. Und ich glaube, dass die Serie mir hiermit irgendwas sagen wollte, was ich aber nicht gecheckt habe. Ich habe keine Ahnung, was da drin sein könnte, aber ich glaube, ich sollte es wissen. Sind es vielleicht die Baryonyx aus der zweiten Staffel, die immer noch auf dem Boot wären? Dann wären die aber ziemlich lange auf dem Boot gewesen und müssten eigentlich schon längst verhungert sein. Ich habe wirklich keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Staffel 3 alles richtig gemacht, bis eben auf diese paar Sachen, die ich jetzt gerade angesprochen habe. Hat sie mir bis jetzt am besten gefallen. Staffel 3 auf jeden Fall bis jetzt bei mir auf Platz 1, dann Staffel 1. Staffel 2 war einfach ein bisschen lame, wegen diesen lame Antagonisten. Und Staffel 4, da warnt ihr mich ja extrem davor. Ich habe jetzt mal eine Abstimmung gemacht. Soll ich Staffel 4 eine episodenweise Review geben? Oder wollt ihr einfach nur eine Endkritik haben, wenn ich alles gesehen habe, quasi am Stück? Ihr habt jetzt gesagt, nee, mach mal so eine Reaction bei jeder Episode und quatsch dann am Ende mal darüber. Mach dann ganz zum Schluss eine große Staffelkritik. Und das werde ich auch genauso machen. Vielleicht schaffen wir es dann ja sogar reibungslos überzugehen in die 5. Staffel, die jetzt ja auch angekündigt wurde. Und ihr habt mir ja schon gesagt, ey, Staffel 3 hat so viel richtig gemacht und Staffel 4 macht so viel falsch. Ich bin echt gespannt drauf. Und wer weiß, vielleicht sage ich ja auch, Staffel 4 ist das Geilste, was ich jemals gesehen habe. Es gibt so Momente. Ich lasse mich auf jeden Fall mal überraschen. Was sagst du zur 3. Staffel? Hat sie dir auch besser gefallen als die ersten beiden? Hast du die Serie überhaupt gesehen? Schreib mir alles mal in die Kommentare rein, was du von dem Thema hältst. Wenn dich jetzt meine Kritik zur 1. Staffel von Jurassic World Camp Reinzeit interessiert, habe ich das Video mal hier oben für dich verlinkt. Wenn du sehen willst, was ich von dem neuen Trailer zu Jurassic World Dominion halte, habe ich dir das Video hier unten verlinkt. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns bei der nächsten Kritik wieder. Bis dann, ciao.